Golden Wings versus Royal Definity A. Oh, es haben sich wieder zwei Schulen zusammengetan, um uns aufzuhalten und uns den S-Rang streitig zu machen. Wie es aussieht, ist Abwehrbereich Royal Academy und Mittelfeldsturmbereich, ja, die andere Mannschaft, Closer Definity. So, was für ein Teamlevel habt ihr denn? 40. Ja, okay, damit kann ich leben. Damit kann ich wirklich leben. So, ganz frisch reingekommen, quasi, wurde ich gefragt, ob ich mal Teambewertung machen könnte. Und da muss ich natürlich nachfragen, wie er sich das vorstellt. Und zwar war sein Gedanke natürlich, dass ich, also in dem Fall deine Teams, also meine Teams zeige, aber es sind ja nicht meine Teams, sondern die wurden ja von anderen Leuten erstellt, bis auf ein paar Ausnahmen. Daher, wenn ihr wirklich, wirklich Bock drauf habt, dachte ich mir so, oh, verdammt, das wäre so lustig, wenn er reingegangen wäre. Dass ihr mir eure Teams schickt, egal von welchen Inazuma, am besten natürlich hinschreiben, welches Inazuma das ist. Und beziehungsweise in Discord, ihr braucht auf jeden Fall Discord. Dort schickt ihr mir dann per Screenshot von dem DS oder wo auch immer, könnt ihr ja eben die Aufstellung da einmal abfotografieren. Mittlerweile sollte jeder ein Smartphone besitzen, was eine verdammt gute Kamera hat. Vorwärts, Raimon! Ja, dann am besten noch reinschreiben, wer die Spieler natürlich sind, wer im Tor ist und wer Verteidigung, Mittelfeld, Sturm etc. Wenn ihr euch sogar noch einen Namen ausgedacht habt, könnt ihr von mir aus auch das mit hinschreiben. Das wäre natürlich euer Part und der Restpart, den werde ich dann mal schauen. Ich werde natürlich wahrscheinlich ja bewertungsmäßig, naja, ich bin kein Fan davon. Daher kann es sein, dass ich vielleicht eure Mannschaft schlecht einschätze oder sage, das finde ich nicht so gut, das finde ich nicht so gut. Wie gesagt, es ist dann eher meine Meinung. Also, das müsst ihr berücksichtigen, dass ich meinen Senf quasi dazugebe. Jeder spielt auf seine Weise. So wie ich, so wie ihr. Jeder hat auch ein anderes Denken, was das dann betrifft. Jeder denkt ja nicht exakt gleich. Ah, okay. Ich dachte schon. So, Feuersturm. Und ich bin natürlich gespannt, wie viel Abwechslung quasi in den Teams herrscht. Aber ich vermute, weil wenn irgendwie Inazuma Eleven 2 eingeschickt werden, werde ich wahrscheinlich in den meisten Fällen wahrscheinlich Mark oder Axel sehen. Tolles Tor! Ja. Mal schauen. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir bitte bei Discord euer Team rein und ich werde dann mich mal dran setzen, wie ich das am besten mache. Ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal 5 Leute, eine ganze Handvoll, yeah. Das reicht erstmal, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt, wie viel Bock ihr habt. Das liegt ja auch daran, wie viele Likes, wie viele Aufrufe und wie viel, ja, was die Zuschauer kommentieren und so weiter und so fort. Das liegt ja auch alles. Also wenn das ja keinen Erfolg hat, dann brauche ich das gar nicht weitermachen. Warum sollte ich meine Zeit verschwenden als YouTuber? Und ihr ebenfalls. Das bringt euch ja nichts. Ihr wollt ja auch eure Teams ja auch anderen Leuten vielleicht zeigen, vielleicht inspirieren etc. Oder vielleicht für neue Spiele, die da gerade mit anfangen und die wissen nicht,
welche Spieler wäre es lohnenswert, sich zu holen. Dann kann man daraus natürlich auch seine eigene Schlüsse ziehen. Das ist so der Hintergedanke. Aber wie gesagt, das ist mein Ding, dass ich so denke. Ich hoffe, dass ihr so denkt. Ich hoffe, ihr habt es irgendwie verstanden. Wenn ja, wisst ihr ja, was zu tun ist. Einfach mal mich bei Discord anschreiben und das Team dann mal schicken. Bitte am besten, wenn ihr Spielernamen aufschreibt, googelt sie vorher, bevor sie mir die holt, wenn ihr nicht wisst, wie sie geschrieben wird. Ich habe jetzt keine Lust auf Schreibfehler jetzt untersuchen, wenn ich das nicht direkt finde. Es gibt die englische Wiki, es gibt die deutsche Wiki. Selbst bei der englischen Wiki gibt es die deutschen Namen, also ganz ehrlich, das macht jetzt auch keinen. Wenn ihr mir natürlich das komplette Raimund-Team beibringt, den werde ich natürlich nicht nehmen, weil ganz ehrlich, das macht am wenigsten Sinn. Das kann ja auch möglich sein, wenn jemand wirklich das einfach nur das klassische Standard-Team, was man in der Story bekommt oder Story hat. Also, ja, das werde ich auf jeden Fall nicht nehmen. So, das ist ja auch klar. Ich hätte mal auswechseln sollen. So, du gehst mal dahin. Weil hier sind ja auch schon recht viele, finde ich, für meinen Geschmack natürlich wieder mal. Viele Spieler von Rayman. Wir haben ja Bobby, wir haben Tori, wir haben Shah, wir haben Kane, wir haben Frost und wir haben Axel. Also das sind ja alles Leute, die ja schon standardgemäß drin sind. Finde ich tatsächlich ein wenig lame. Der einzige, der mal nicht so aufgenommen wird, ist tatsächlich, glaube ich, auch Herr Smith. Obwohl, ja gut, Stonewall ist eher in Teil 3 in uns. Szene wird auch sehr oft genutzt. Also, so, ich würde gerne das mal so machen. So, Dreherblocker. Ich bin mal gespannt, ob da mal kreative Leute sind. Die wirklich sagen, jo, ich möchte gerne kein einziges Rayman-Mitglied haben. So, ich hoffe, das klappt. Yes. So, Blitztrampolin kann ich nicht. Dann machen wir jetzt Feuersturm. Den müssen wir mal auswechseln. Damit wir den Erzrang uns holen können, weil wir haben keine CP mehr. So, ich bin mal gespannt, wie das so laufen wird. Vorwärts, Raimon! Ja. Peng drin. Und dann müssen wir jetzt erstmal auswechseln. Und dann würde ich sagen, wir packen diese Dreier-Kombo rein. Und Fangzahnfänger ist da. Nice, yes, natürlich. Deswegen werden wir King im Tor packen und Nero dann, wenn es soweit ist, tatsächlich mit Fokumblitz in die Abwehr. Er wird dann ein Auswechselspieler. Sehr, sehr gut. Oh, Dirk gegen Dirk. Mein Dirk gewinnt. Mal durch. So, fahren wir da durch. Yes. Und wir aktivieren. Na, den Feuerdrache. Warum nicht? Let's go. Er macht sogar gar nichts. Also, dann hätte ich auch Kondor-Attacke machen können. Aber das 5-0 ist da. Vorwärts, perfekt. Raimon. Doppelte Erfahrungspunkte. Können wir gerne mitnehmen. So. Tackling.
Ja, diesmal setzt er was ein. Aber ist okay. Alles okay für mich. So, wir nehmen den Super Scan. Müssen wir nämlich auch ein bisschen leveln. So, ich würde sagen, wir haben nochmal einen Dreifachdrücker rein. Wahrscheinlich geht er auch daneben, wer weiß. Und let's go! Und, nö, sieht gut aus. Kein Block. Kraftschild. Nope. Dreifachdrücker ist schon eine sehr starke Technik, finde ich. Vorwärts, Raimon! So. Oh, den könnten wir eigentlich hier auch ersetzen können. Der kann ja auch nichts mehr machen. Aktuell. Sharp hält ihn so gut auf, wie er noch kann. Aber das ist gut, wenn er die ganze Zeit Feuerspur benutzt. Dann kann er nämlich nicht mehr sein Feuerdrache auf uns wirken. So, Teamschild. Emfort. Ja, der denn da hinten jetzt auch noch? Naja, was soll's. So. Ha! Got it. So, oh, Kaiser Pinguin 2, let's go. Wollen wir uns noch ein weiteres Tor? Warum denn nicht, ne? Warum denn nicht? Ah, knapp. Knapp daneben gewesen. Aber gut, er geht trotzdem rein. Sehr schön. Tolles Tor! Damit haben wir die ebenfalls bezwungen. Nice. Schöne Erfahrungspunkte sammeln. Ja, das sehe ich doch dann gerne, wenn wir einen S-Rang haben. Dum, dum, dum. Das war alles, was ich kann. Schlechte Leistung. Ich schäme mich. Warum denn? Naja, wohl so viel bringen die gar nichts. 600. Und da ist nur einer Level up. Schade. Schade, schade. Ja gut, aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Und wir sehen uns dann hoffentlich dann beim nächsten Spiel wieder. Also... Bis dann.